Mann, die hätten echt mal einen Rucksack implementieren können. Ja, das wird echt Zeit dafür. Und wenn es bloß ein Tool-Rucksack ist oder so. Obwohl eigentlich so für die Grundmaterialien wäre schon besser. Ja, wir hatten mal eine ganze Kiste voll Dirt, jetzt haben wir nur noch eine halbe. Ja, kommt halt wieder was Neues rein. Weißt du was? Wir werden schon noch ein paar Höhlen finden zum Aushöhlen. Ja, und Plattform zurückradigen. Ich baue jetzt erstmal hier den Scheißbaum. An für sich kann man es auch zur Not hätte gucken können, wo die Schmiede hin soll. Vielleicht kannst du ja da ein bisschen Erde abfahren. Ne, ich würde das gerne mal so machen, dass mal nicht wirklich eine gerade Fläche ist, sondern Ach, das so auf die Schräge so ein bisschen wie bauen? in einem, so wie in einem Berg drin quasi, so, weißt du? Ja, auch So, gut. ja, so. Ich habe da schon so einen leichten. Aber erstmal die Kuhfarm, erstmal eins nach dem anderen. Beziehungsweise generell die Tierfarm. Jetzt muss ich einen Baum mit wegmachen. Ich brauche Holz. So nicht schlimm, kannst du die Saplings wieder hinsetzen. Ja, Bäume richtig abbauen, warten bis Warten, Saplings bis getroppt getroppt sind, sind und Saplings wieder dann setzen. für den Haus, den Baum von meinem Haus aber nicht wegmachen, das sieht so gut aus. Ja, dann nimm doch einen anderen. Als, komm hier zu mir an die Farm, da gibt's genügend Bäume, die weg können. Und außerdem habe ich 34 Holz und beim Tom vom Leuchtturm in der Truhe sind auch ein paar Stacks, habe ich gesehen. Schwarzeichenholz habe ich hier. Eich, Eich, den brauche ich, genau, den brauche ich. Ja, kannst, ich habe ja zwei Stacks hier. Kann ja einen Stack komplett Muss abgeben. abgeben. Ja, ich komme zu dir schnell. Und ich habe Ich. auch diesen einen Baum eben fertig abgebaut. Da droppen auch Ja, drei wird stehen. Saplings. Die habe ich leider noch nicht genommen. Weil. Warte jetzt nicht auf die scheiß Saplings da. Dankeschön. Ach so. Ja, eigentlich, ne? Könnte man diese Scheißtierfarm jetzt aushöhlen für die Lichtschaltung, ne? Aushöhlen? Ja, das, was ich gerade baue, hinterher wieder ein bisschen unten drunter Ja, aushöhlen, siehst aber du, genau. das kannst du mal schön selber machen, Alter. Sie kleiner oder ist sie genauso Nee, die wird auf jeden Fall. groß? Also groß brauchen wir sie nicht mehr, ne? Nee, also, wir haben jetzt echt gut vorgesorgt. Deck die mir gleich ab und dann kannst du mal gucken kommen. Wir müssen eh gleich schlafen. Ja. So, ich liege. Dito. Das klappt ja schon mal ganz gut. So, du kannst gerne gucken kommen. Ich muss Nein, doch. nein. Haus abgesoffen. Was? Okay. Ja, scheiße.
Wie abgesoffen? Krieg das schnell zu. Ja, einen Block reinsetzen. Nein, kommt da gar nicht mehr hin. Muss hin schon. Warte. Haus abgesoffen. Jetzt ist weg, Gott sei Dank. Jetzt, wo ich fast da bin. Ja. Darf ich die Wand da nicht wegmachen? Wird dir noch öfter passieren. Also ich brauche noch einen Sibling. Geht der Erde weg? Man kann ja auch ganz schnell wieder Holz hinsetzen, ja, ne? Ja. Ja. Nochmal probieren. Wie, der Baum hat jetzt nur 3 Schwarzeichen-Saplings droppen lassen. Und aus 3 wachsen die nicht, gell? Nee. Ja, dann behalte ich trotzdem in der Tasche. Oder wie sehe ich hier was? Wie bei mir, ich habe auch mal schon nur 3 rausgekommen. Oh, die Mucke ist so nice. Also im Endeffekt ist die Kuhfarm. Ja, das kann ich auch machen. Genauso breit, wie es fällt. Okay. Aber dann darf die auf jeden Fall nicht so tief werden, dann wird vielleicht quadratisch oder so, dass wir die 4 Segmenten machen, dass wir dann Kühe, Schweine, Schafe und Hühner haben. Ja, ja. Also sie ist auf jeden Fall die Hälfte von dem, was wir jetzt haben. Ja, das ist besser, ja. Sollte reichen. Dann versuche ich erstmal so viel Kühe wie möglich rüber zu holen. Oder ich schlachte ab bis auf 2. Schafe würde ich gerne alle rüber kriegen auf einmal. Weil nochmal einfärben, hab ich echt keinen Bock drauf. Auf einmal wirst du nicht alle mitkriegen. Am besten ist vielleicht sogar, wenn du mit Zäunen einen Weg baust. Ja, baue ich lieber ganz ehrlich aus Dirt. Oder Dirt, meine ich. Ich würde ja auch gehen. Und dann einfach lang und dann kann ich ja zur Note von hinten sozusagen immer mitschieben und absperren oder so. Wusstest du schon immer. Was wusstest du schon immer? Von hinten. Achso. Das ist ja nichts Neues.
Habt ihr schon Glas gefunden? Meine Sand? Ja, wenn du hinter Geiern sein Haus da an dem Meer, ja, das ist ja eigentlich eher ein großer See, entlangläufst, da ist ganz viel. Da habe ich schon einiges abgebaut für mein Glashaus. In so einer Bucht oder was? Nee, warte, ich zeig's hier. Ja, ich guck gerade auf der Map, deswegen. Links von mir sozusagen. Ja. Ja, wenn du auf den Turm zuläufst, rechts. Da, wo die Kakteen stehen? Ja, ungefähr. Ja. Gut. So, das haben wir schon mal fertig. War doch eine geile Idee mit der Map, wa? Ja. Ja, das ist ganz cool. Kann man sich doch um einiges besser orientieren. So, hier ein bisschen halt das erstmal stehen für den Hafensteg. Und das Zeug erstmal alles abgerissen. Und in die Truhe gepackt für den Leuchtturm. Oh, Blue, wir sind auch ein bisschen dumm, ne? Fällt dir jetzt erst auf? Ich hab doch hier ein Buch geangelt mit Schärfe 3 und Verbrennung 1. Oh, what? Na, ist halt, wenn man so eine lange Pause macht zwischen den Aufnahmen, ne? So, ich komme mal rüber zu dir. Ja, das ist gut. Wir könnten auch schlafen gehen, aber Franz hat sicherlich kein Bett mit nach da hinten genommen, wa? Ich bin noch im Haus. Ich kann gerade nicht schlafen. Warum kannst du nicht? Ich bin in den Keller und komme gerade nicht hoch. Da habe ich tief eingebuddelt gerade. Wie schafft man sowas? Ich bin gerade hier auf Kohle gestoßen und immer geht immer weiter tiefer. Ja, dann tut mir mal einen Gefallen und nimmt mal in Zukunft ein Bett mit. Einfach ein Bett mitnehmen, ja. Ja, es ist bedeutend gut, die Fläche, die du gerade gemacht hast. Ne, das sollte reichen. Ja, völlig gut. Ja, nee, das ist richtig. Ja, aber ich will mich jetzt trotzdem nicht hier aufhalten, weil wenn ein Creeper kommt... Ich baue schon da oben nicht. Ich muss trotzdem hier weg. So, ich kann nicht im Schlafen. So, was sagst du? Blo, ich kann nicht im Schlafen. Sieht gut aus. Nachdem die Erde weg ist. Ja. Was, du kannst schlafen gehen? Ich kann nicht schlafen, hab ich auch gesehen. Ach nein, ich höre das Zombie jetzt schon. Mann, Abgang. Oh, ich hätte voll Bock auf meine Chips-Tüte, ne?
Das ist Kruschbild aber. Ja, ich weiß. Kruschbild? Kennst du das Wort nicht? Nee. Leute, wieso ist denn jetzt Nacht geworden? Ich hab mich gerade mal nicht mal, also ich hab gerade Rechtsklick aufs Bett gemacht und dann bin ich ja, sofort das, aufgestanden instant. Das war aber vorhin bei mir auch so. Nice. Scheinbar ist das so, wenn du der Letzte bist, dann... Ja, das Kruschbild halt, das rasselt, das macht Geräusche, weißt du? Jetzt bist du schon wieder ganz woanders. Ecke? Achso, wolltest du mir mal zeigen? Was? Nee, vom Thema her. Achso. Wir waren gerade noch im Bett. Einfach verwirrten. Ey, welcher Troll hat denn hier die Erdblöcke abgebaut? Welcher? Die zwei, die ich hier hochgestellt habe. Kann ja nur Tom gewesen sein. Nee, ich habe keine Erde bei mir. Kannst du direkt rüberkommen und gucken. Muss ich dafür töten, dass du alles droppst. Hier die zwei. Die da? Ja. Ja, die hab ich abgebaut. Ich dachte, so. Das ist hier. Weiß ich nicht, Überbleibsel oder so. Das sieht man doch, dass das eine Markierung ist. Ja, jetzt sehe ich es auch, weil ich die anderen sehe. Ja, das ist schlimm. Ich wollte ein bisschen aufräumen hier, weißt du? Ja, Ordnung schaffen. Was ist denn das für ein Holz? Akazienholz. Sieht ganz cool aus. Akazienholz ist das Beste. Ich finde, das ist das schönste Holz in Minecraft. Gut, dann baue ich das Haus nochmal um. Alles auf Akazie. Kannst du tun. Ich habe nämlich durch 2 Stunden rumlaufen endlich mal gefunden. Stefan. Ja? Du hast keine Pickaxe, du hast eine Hoe. Ja, weiß ich. Geht aber auch gerade. Du hast 2 Eisen statt 3 Eisen gemacht. Ich habe Holz, Stein genommen. Deswegen ist es egal. Ja, das ist ja richtig, aber... Ja, aber mit einer hohen Baumfeld ist auch geil. Mein Handy-Akku ist leer. Das ist nicht schlimm, du brauchst auch dein Handy jetzt nicht. Doch, immer mein Handy. So, kann mal jemand Tine Wittler anrufen? Wen willst du anrufen? Na, Tine Wittler. Ich brauche jemanden, der mich in Thema Inneneinrichtung unterstützt, ja. Oh, das ist aber harter Diss, ey. Bullshit, ich hab zu wenig Akazienholz noch so, da. Wo könnten wir denn jetzt den Leuchtturm anfangen? Wir hatten gesagt, jetzt sehen wir von da nach da so einen Hafensteg entlang. Dann wäre ja sinnvoll, vielleicht da hinten den Leuchtturm zu bauen. Da auf der Fläche da. Wir gehen mal da hin. Kommt mal mit! Ich krieg Schluck auf. Ah, oh, wie diese Brücke gebaut hat hier. Ein Traum, wa? Oh ja. Oh, hier ist ein Riesenloch. Hat hier einer Sand gefarmt? Oh, das muss ich das jetzt alle durchfüllen? Warum ist denn hier so ein Loch? Wo? Hinter der Getreidefarm. Sehe ich nix, ich sehe dich nicht. Direkt oben, wenn du an den Pisten oben rüber guckst. Das Problem ist, dass ich gerade bei der Akazien-Dinger bin. Aber da war ein Wasserloch, glaube ich.